ich bin eine Töpferin. Ja, ich bin ja gelernte Töpferin, also selbst ernannte Töpferin in der Hinsicht. Ich habe eigentlich mein Studium als Kunsterzieherausbildung gemacht. Ich muss malen, Bildhauern, Töpferei auch kennenlernen, Fotografie, Holzwerkstatt, Textil, alles. Grunde genommen alles, was mit den Kindern später beschäftigen sollte. Und dann habe ich irgendwie Keramik so fasziniert. Hier ist eine Sägerkegel. Ich wollte unbedingt Keramikerin werden, schon in seiner Zeit war soweit klar. Das ist eine Temperatur, genau 20 Grad Unterschied messen zu können. Dann haben die in Deutschland die KPM, Professor Seger hat die dann das konzipiert. Ich bin dann auch, wollte unbedingt nach Deutschland und Brenntechnik und Glasurtechnik lernen. Als ich in Wiesbaden studierte, wir redeten ununterbrochen ein Terminus von menschlichen Körpers. Hals, Fuß, Taille, Schulter. Ich brauche nicht unbedingt Menschenfigur machen, sondern auf dem Drehscheibe, wenn ich Gefäße drehe, die sind abstrakteste Form von ein Figur. Das war auch meine Offenbarung. Ich habe gesagt, ich brauche nicht unbedingt wie Brancusi ein Eiform machen und schlafende Muse. Und brauche ich nicht unbedingt irgendwelche Formen, sondern nur drehen allein. Ich habe schon diese Form gemacht. Das muss ich selbst auch immer wieder dann behaupten, das ist eine Form. In Deutschland, wenn man als Töpfer erste drehen lernt, linke Hand, rechte Hand, Werkzeug gedrückt und dann diesem Ton geformt mit zwei Schienen. Ja? Und das habe ich Anfang an nicht gemacht, weil das dadurch, dann kann man ja dann Computer Werkzeug drücken und dann je nach welcher Stelle, wie man ausdrückt, reindrückt, wird es dann genauso selber formen, irgendwann. Aber die Menschen, wir atmen. Volle Einsatz brauchen wir, Kraft, Atem, ja, alles. Wir müssen auch gute Atemübung haben, gut atmen können. Das ist genau wie Sport, ja, das ist genau wie man mit der Körperbeherrschung, ja. Das ist so von Fußsohle bis zum Haarspitz, muss man sich da sein. Diese Fliehkraft mit dem vollen Einsatz kann man in die Mitte zentrieren. Das muss man deswegen den ganzen Körper so trainieren, dass dann auch wenn Gedanken woanders ist, das zentrieren zu können. Diese Fliehkraft zu zähmen, das ist überhaupt unsere Aufgabe. Und Ton ist ganz leicht verformbares Material. Und dann mit dem Ton kann man vieles machen, nachmachen, wie Leder ausschaut, wie Holz ausschaut und mit Brenn. Die Materialien, die sind wie eine Metamorphose, die Umwandlungsfähigkeit für alle Möglichkeiten. Ich
Ich glaube, wenn ich nicht Koreanerin wäre, hätte ich nie Gefäße gemacht. Diese Spindelvase, also in Korea, seit 1968 redet man diese Spindelvase Mohntöpfe. In Korea gab es früher diese Töpfe, die sind auch technische gleiche. Zwei Schalen zusammenmontiert. 1+1=1. Und diese Form als Vorratsgefäß benutzt. Die ist nicht irgendwie Kunst, also Form als solche, sondern einfach haben sie Vorratsgefäße. Die Form habe ich immer geliebt. Unser Großvater hatte getrocknete Kaki, ja, immer da drin bewahrt im Winter. Wenn ich ihn in sein Zimmer besuchte, dann hat er gesagt, du darfst du ruhig dann an den Topf dran gehen. Wenn ich freudig die Sachen drehe und gerne drehe, das strahlt was aus. Ich denke so. Ja? Und deswegen, wenn ich was drehe, zu viel traurige Geschichte, komischerweise flieht in diesem Moment. Ja? Ich kann nur an dieses Stück denken. Und dann, weil irgendwann benutzt ein Mensch die Leben lang damit Tee oder Kaffee oder irgendwas. Wenn ich sage, morgen kann ich wieder Drehscheibe sitzen, drehen, dann ich kann wirklich nachts lauter Herzklopfen, kann ich nicht schlafen, weil ich so aufgeregt bin, was ich drehe, sondern dieser Vorgang, das ist, x-mal gehe ich dann Tonraum, die Sachen hole, wie ich mache, das ist einfach, das ist auch, ich glaube, das ist Liebe und Hingabe, das ist Liebe und Hingabe nennen.